Am Mittwochabend standen die Kandidaten der Kommunalwahl den Bürgern Rede und Antwort. Sie alle treten im Schweriner Wahlkreis 1 gegeneinander an. Im Goethe-Gymnasium blieben viele Besucherplätze leer. Jedoch gilt, jede Stimme zählt. Die Wünsche der Kandidaten für die Stadtvertretersitzung sind klar. Na, wir müssen uns darum kümmern, dass Schwerin weiter wächst, dass wir mehr Wirtschaft nach Schwerin kriegen, dass wir auch neue Einwohner bekommen, um auch wieder finanziell stärker zu werden. Nach unserer Auffassung haben wir im Bereich Ordnung und Sauberkeit erhebliche Defizite in der Stadt. Wir setzen uns als Fraktion seit Jahren dafür ein und sehen da nach wie vor Handlungsbedarf. Insoweit also, wer uns wählt, der kann davon ausgehen, dass wir uns für Ordnung und Sauberkeit in der Stadt nachhaltig engagieren, denn da gibt es viel zu tun. Die Kandidaten wollen vor allem Schwerin altersgerecht gestalten, den wirtschaftlichen Ausbau und den Tourismus weiterhin vorantreiben. Die Wahl wird gemeinsam mit der Europawahl am 25. Mai stattfinden. Dann hoffentlich mit stärkerer Wählerbeteiligung als am Mittwoch im Goethe-Gymnasium.